Schaukelstunde für Inga und Joel. Viel zu lahm, findet der Sechsjährige. Ich habe nicht so viel Power. Auch das gehört zu Ingas Job. Nee, ich bin lahm. Locker bleiben bei Quengelalarm. Kranke Kinder sind genauso wie gesunde, keine Heiligen. Wie sehr wächst einem denn so ein Frechdachs ans Herz, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt? Also eigentlich immer egal, ob sie frech sind oder nicht. Also es wächst ihm eigentlich jedem das, die Kinder schon ans Herz. Das ist es dann auch manchmal, was es schwierig macht, das dann einfach auszuhalten, ne? Wenn die Kinder dann so krank sind. Und natürlich schon manchmal schwierig einfach, ne? Wenn die dann auch über Jahre kommen, dann kennt man ja so die Geflogenheiten und so die Macken und so. Aber im Hospiz arbeiten für Inga und ihre Kollegen heißt das, von liebgewonnenen Kindern irgendwann Abschied nehmen. Nicht jeder kann damit umgehen. Wir nehmen ausschließlich Mitarbeiter mit Berufserfahrung. Das sind also Menschen, die zum Beispiel in der Pflege schon im Intensivbereich gearbeitet haben, in der häuslichen Pflege, auf einer Kinderonkologie und von daher eher Erfahrung mitbringen. Das ist das eine, was ich brauche. Das andere ist natürlich, dass die Menschen eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen. Und Lebenserfahrung heißt auch, den Umgang mit dem Sterben, den Umgang mit dem Thema Tod für sich selbst schon bedacht haben bzw. sich selber damit schon intensiv beschäftigt haben. Und? Begleiter sein auf einem Lebensweg, der vorzeitig enden wird, keine leichte Aufgabe. Mit Geduld und Erfahrung mobilisieren die Pfleger die verbliebenen Fähigkeiten der Kinder. Ja. Sie nehmen sich Zeit, eine Beziehung entstehen zu lassen, solange die Wahrnehmung der Kinder das noch möglich macht. Wenn sie irgendwann zum letzten Mal ins Hospiz kommen, sind die Menschen, die dann bei ihnen sind, Vertraute. So, jetzt kannst du dich im Moment ausruhen. Ja? Hallo, hallo. Vertraute, mit denen sie auch über ihre Ängste reden können oder darüber, wie sie sich ihren Tod vorstellen. Nils kann nicht mehr sagen, was er denkt. Denen, die dazu noch in der Lage sind, bietet das Hospiz Gelegenheit zum Reden, auch darüber, wie der Tod wohl sein wird. Zum Beispiel hat jemand auch erzählt von den Kindern, die stellt sich das so vor, es ist also eine große Arena oben im Himmel und man kommt praktisch wie so eine Rakete da reingeschossen und alle stehen auf und rufen, hallo, schön, dass du da bist, zum Beispiel. Ja, und schon auch ja, diese Ängste halt, wie wird das dann sein, wie geht man mit mir um, was passiert dann mit mir, wie ist das, wenn man tot ist, fühlt man dann was? Nicht alle Kinder möchten über ihr Schicksal reden. Joel spielt lieber mit Inga. Ich bin auf der Suche nach einem Raben. Hast du den zufällig gesehen? Ja. Wo ist der denn? Da bin ich. Ach, ich denke, du bist eine Ente. Ja. Eine Ente und ein Rabe? Nein. Rabenente. Eine Rabenente schläft. Im Spiel kommen Wörter vor, die ein normaler Sechsjähriger vermutlich gar nicht kennt. Du bist noch im Koma. Ich hab dich gehauen. Ich bin im Koma? Okay. Das ist so seine Art. Andere sprechen drüber und er spielt einfach. Und ich denke, dann ist es einfach das Wichtigste, dass man ihn da auch spielen lässt und dass man auf ihn dann auch eingeht und dass man dann einfach auch mitspielt. Und nicht dann gleich auch fragt, ja, was meinst du denn? Und nicht gleich, sondern eher auf die spielerische Ebene dann auch antwortet. Er würde eh dann nicht, wenn ich ihn jetzt gezielt fragen würde, hast du Angst vom Tod oder so? Da würde er nicht antworten, also da würde er gar nicht drauf eingehen. Und so versucht man dann halt im Spiel mit ihm, ja, dass er das halt so rauslassen kann. Das richtige Rezept für Joel offenbar. Wenn er eine von insgesamt 4 Wochen im Jahr zur Erholung im Hospiz verbringt, fühlt er sich wohl. Die Betreuer mögen den Frechdachs und er mag sie auch. Oh ja, oh ja. Wir sind schon gut und die machen auch, die pflegen mich und die machen nach neu, damit Und ich muss jetzt los.
Auf der einen Seite haben wir, weil wir sie oft lange kennen, eine sehr enge Bindung zu den Kindern, emotionale Bindung, auch zu den Familien. Und auf der anderen Seite wissen wir selber darum, dass wir uns abgrenzen müssen und dass man abschalten können muss. Und der Weg dazwischen ist nur ein ganz schmaler. Und wir schaffen das auch nicht immer. Und dann ist es wichtig, dass man ein Haus mit Bedingungen vorfindet, einen Arbeitgeber letztendlich, wo man in dem Team die meisten Sachen schon besprechen kann und möglichst da lassen kann. Also nicht so viel mit nach Hause nehmen. Barbara Brüser und Inga Herrmann haben das gelernt. Sie tauschen sich aus, teilen so die Last, die für einen alleine manchmal zu groß wäre. Die jahrelange Erfahrung führt aber nie zu völliger Routine. Sympathie und Mitgefühl begleiten ihre Arbeit jeden Tag. Alles klar, Joelli? Was guckst du denn da? Feierabend für Inga und Joelle. Was guckst du? SpongeBob? So, Joelli, dann sehen wir uns übermorgen, okay? Ja? Mhm. Guckst du noch ein bisschen Fernsehen? Mhm. Okay, bis Freitag. Muss da drin sein. Das sind doch mal gute Nachrichten. Ich hol Ron, dann sind wir zum Weihnachtsessen. Tschüssi. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ein Gruß, der im Hospiz manchmal auch ein unerfüllter Wunsch bleibt. Ja, man weiß letztendlich nicht, ob man sich wieder sieht. Das ist schon anders, wenn man sagt dann auf Wiedersehen, ne? Oder bis bald. Aber man hofft es natürlich immer, dass man die Kinder wieder sieht und auch die Familien. Aber es ist schon anders.